Hallihallo, meine Lieben! Boah, Julian! Stimmt, wir vloggen ja jetzt. Begrüße ich die Leute eigentlich in jedem Vlog mit Hallihallo, meine Lieben, weil jetzt ist ja eigentlich unser Video und nicht mein Video. Hallihallo, unsere Lieben. Oh nee, das kann ich mir nicht merken. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein letztes Video, was ich euch natürlich in der Infobox verlinke, war ja quasi der Start dieser Aktion. Das ist dann jetzt der erste richtige Tag, den wir vloggen. Jetzt haben wir kurz nach 11. Das Video ist online und es gibt schon so geile Kommentare und Reaktionen von euch. Erstmal Dankeschön an alle Leute, die so liebes Feedback geben. Ihr freut euch echt voll auf die 50 Tage mit uns und das freut uns natürlich. In 25 Minuten kommt unser Fitnesstrainer und ich muss mich noch ein bisschen fresh machen. Vloggen wir das mit? Klar, vloggen wir das mit. Wir vloggen jetzt jeden Tag mit. Alles. Auch wenn der Jura auf dem Klo sitzt und Kacka macht. Dich zeigen wir euch nicht. Meine Mama hat in der Sekunde geschrieben: Guten Morgen, meine Prinzessin. Ich habe mir gerade dein Video angesehen. Wahnsinn, einfach unglaublich. Wünsche euch viel Spaß und Energie bei diesem Projekt. Kuss, Smiley. Süß. Mama, ich hab dich lieb, wenn du das siehst. Und sie wird sehen. Ich hab dich lieb. Hat sie in der Sekunde geschrieben? Wie hart ist das denn? Oha, ja, hier. Noch ungefähr 4 Minuten, bis unser Fitnesstrainer kommt. Ich habe mich jetzt mal fertig gemacht, bis auf meine Haare. Aber bevor hier irgendwas passiert, Leute, ihr wisst, merkt es euch, in allen 50 Videos, die jetzt in den nächsten 50 Tagen kommen, wird es jeweils eine Verlosung geben. Also insgesamt 50 Verlosungen und wir haben hier noch alles stehen. Wir brauchen natürlich heute auch eine Verlosung und ich habe mir gedacht, ich verlose mal einen Nintendo DS mit Mario Kart, weil ich mir einfach auch gerade einen gekauft habe und das die letzten Tage so am Wegsuchten bin und es mir einfach so viel Spaß macht. Die Verlosung ist für meine Abonnenten. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das gerne hier irgendwo tun. Ich blende es euch ein oder auch natürlich über den Link in der Infobox. Ist kostenlos. Und sonst braucht ihr einfach nur irgendeinen Kommentar schreiben und dann nehmt ihr eigentlich schon teil. Folgende Badezimmerproblematik. Ich kriege immer die blaue Zahnbürste, Bibi kriegt die pinke, ja? Ich will immer eine harte, das ist die Borsten hart sind. Bibi hat immer weiche oder mittel. Ich habe vorgestern neue Zahnbürsten gekauft, habe mich aber diesmal vertan. Ich habe nämlich die pinke in hart gekauft und die blaue in mittel. Das heißt, ganz einfach, ich habe jetzt die pinke Zahnbürste. Glaubt ihr, das geht in meinen Kopf rein? Hast du den in meiner Zahnbürste? Mhm. Nein, ich habe schon zweimal die in meinem Mund gehabt. Ich habe so, sagen wir mal, ich habe den Belag angefangen zu verreiben. Was ist das ekelhaft? Ist das dein Ernst? Wieso hängen dann schwarze Haare in deiner Kette? So sieht's aus, wenn wir Sport machen. Das ist der Kenny, das ist unser Fitnesstrainer und der kommt immer, damit wir auch Sport machen. Ja, weil wir sonst wahrscheinlich nicht kommen würden. Stimmt. Normalerweise weckt er uns auch, weil wir sonst immer verschlafen. Auf geht's. Fertig gemacht und wollten gerade losgehen. Übrigens, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Uhr wir haben, aber es wird einfach jetzt draußen schon langsam dunkel. Es macht mich wahnsinnig, jetzt daran zu denken, dass es jetzt von Tag zu Tag immer schneller dunkel wird. Ich hasse das am Winter echt so sehr. Wir wollten was abholen, was übrigens auch sehr wichtig für die nächsten Videos wird. Vor genau 2 Jahren haben wir die Info mit euch geteilt und genau vor 2 Jahren stand Bilou das allererste Mal im Regal. Für das, was die Marke in 2 Jahren alles erreicht hat und... Alleine guck mal bitte, wie viele Produkte wir in 2 Jahren erschaffen haben. Und Leute, jetzt gibt's ein kleines Spiel. Wir haben nämlich bemerkt, eine Flasche fehlt. Eine einzige Flasche, die es mal gab. Ich werde das Bild, nämlich was wir jetzt hier gleich machen, auf der MyBilou Instagram-Seite posten. Geht da mal vorbei, guckt euch das Bild nochmal in Ruhe an und schreibt dort in die Kommentare, welche Flasche fehlt. Ich bin mal sehr gespannt, ob ihr es rausbekommt. Eigentlich müssen wir das feiern. Komm, wir gehen feiern. Lass uns auch mit Maren und Tobi treffen, dann feiern wir. Stimmt, wir treffen uns jetzt gleich heute Abend mit denen. Mann, wir müssen noch vorher zu mir nach Hause das eine da besorgen. Wir müssen, du weißt Bescheid, ja? Wir müssen da gleich noch jemanden abholen. Ja. Wir werden nämlich nicht alleine hier ganz hausen, würde ich mal behaupten, in der nächsten Zeit. Ja. Wir werden Besuch kriegen. Aber mehr dazu im Laufe dieses Videos. Hilfst du mir, das Bild zu machen? Ja. Gebt euch das. Ich habe 3 verschiedene Möhren gerade geschält. Einmal eine lila, ne? Fast schon. Eine rote.
Das ist echt mega rot. Die sieht gerade irgendwie voll orange aus. Gib mir mal eine Möhre und ich muss abschmecken, welches ja, ist. Ja, wenn du den noch nie gegessen hast. Das ist absolut richtig. Keine Ahnung. Die schmeckt nicht so lecker, die weiße. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass man Möhren einfach nur gerne isst, wegen dem Knack. Kannst du jetzt mal aufhören, über Möhren zu reden? Hi. Fühlen Sie sich nicht belästigt? Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, wenn irgendjemand von euch da draußen errät, was ich gerade auf mir liegen habe. Meinst du, irgendjemand kann es erraten? Wenn es einer errät, dann fuscht er. Ich glaube auch. Jetzt geht's ab nach Hause. Willst du eine Banane haben? Oh Scheiße, jetzt habe ich sie erst. Ist die noch geöffnet? Sollen wir die essen? Hä? Wer ist das denn jetzt? Hä? Wer hast du noch Besuch? Nee. Komisch. Mach mal die Tür auf. Nein. Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Ist nicht wahr. Komm herein. Hi, Bruder. Was geht? Hi. Oh, du bist aber ganz schön groß, lieber Weihnachtsmann. Ey, wir dachten, ganz ehrlich, wir haben so viele, wie ihr da hinten seht, so viele Geschenke für euch. Und deswegen muss der Weihnachtsmann... Das ist doch der Weihnachtsmann oder der Nikolaus? Ist mir egal, das ist der Weihnachtsmann. Und der wird auf all eure Verlosungsgeschenke aufpassen. Und jeden Tag, wenn wir aufstehen und den Vlog beginnen, gehen wir zum Weihnachtsmann und der wird uns ein Geschenk geben. Und trotzdem suchen wir noch einen Namen für ihn, stimmt? Genau, wir brauchen einen Namen. Weil auch ein Weihnachtsmann oder Nikolaus, die haben beide Namen. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie er heißen könnte. Das wird der Weihnachtsmann jetzt alle 50 Tage der Videos bei uns in der Wohnung leben und sein? Der ist laut, Groß aber der wird laut. Jetzt hier 50 Tage leben, ja. Oh, oh. Der nimmt auf jeden Fall, sieht das geil aus. Aber wir bauen das jetzt alles so voll um den rum. Ich meine, diese Wohnung ist sehr groß und auch für zwei Personen, aber nicht für ihn. Was machen wir denn jetzt? Wie verbleiben wir denn jetzt? Wir werden jetzt erstmal hier für Platz sorgen und jetzt gibt es eine Zeitwache, würde ich sagen. Go! So Leute, wir haben alles umgeräumt und das Ganze mal versucht, ein bisschen ordentlicher ins Wohnzimmer zu stellen, wenn das jetzt einfach 50 Tage hier rumsteht. Hier auf der Seite. Krass cool, wie wenig das aussieht. Ja, wir haben echt ordentlich gut einen Stapel gebaut. Hier sind eigentlich alle Produkte zur Verlosung. Bis auf die großen Beauty-Boxen, die alle Beauty-Pakete, haben wir jetzt in drei gleiche Beauty-Box-Gewinnpakete. Und hier stellen wir jetzt auch schon die Gewinne, die schon verlost wurden. Also das hier wird ja heute verlost. Und das ist im gestrigen Video. In jedem Video immer in die Infobox, weil dann nämlich alle alten Videos immer aufgelistet werden. Und falls ihr an den anderen Verlosungen teilnehmen wollt, könnt ihr einfach auf den Link klicken. Und könnt auch da euer Kommentar hinterlassen. Erledigt. So, die Bibi ist mal wieder im Auto fahren. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg zu Maren und Tobi. Ich habe erst 16, 17 Uhr gesagt, ne? Dann kam die Antwort 18.30 Uhr. Dann, wir schaffen es erst um 19 Uhr. Und jetzt kam, wir schaffen es 19.30 Uhr. Ja, wir schaffen es erst um 19 Uhr loszufahren. Also, wenn sich irgendwer da draußen mal mit Maren und Tobi verabreden möchte, plant viel Zeit ein. Am besten einen ganzen Tag. So, Leute, wir sind jetzt bei Tobi und Maren zu Hause. Und ich habe einen neuen Freund. Hallo. Du machst irgendwie eine kuschelige Strich. Hm? Und du denkst dir auch nur, sind die blöd, ja. Oder was? Wenn sich mal macht, den Stimme so komm. Wie viel Uhr haben wir? 0:29 Uhr. Oh, dann müssen wir jetzt mal nach Hause. Ich muss ja auch noch das Video schneiden. Nie die Nase reinstecken, immer zu wedeln. Boah, wir hätten eben vloggen müssen, als der Tobi mir erzählen wollte, wie einfach zu handhaben sein neuer Apple TV ist. Und hat dann fünfmal mir die Sprachsteuerung gezeigt und keinmal hat es funktioniert. Er hat Babys Beauty Palace nicht erkannt, sondern er hat Babys Beauty Palace. Dann hat er mir die ganzen Funktionen gezeigt, nichts hat funktioniert. Aber jetzt war schon eine unangenehme Situation, muss ich sagen. Ja. Du hast. Das stimmt. Gott, du hast so einen Fuß. So. Ah, okay. Und kein. So eine Treppe, 1, 2, 3, 4, 5, das so. Meine okay. Bei mir ist der. Ich glaube, ich will keinen Treppenfuß, wenn ich ganz ehrlich bin. Nein. Hast du einen Treppenfuß? Nee, ich habe den Fuß. Guck mal, bei mir ist der mittlere Zeh so lang. Ich kann so noch. Hättest du gerne einen Treppenfuß? Ja. Beide so richtig kleine Zehen. Guck mal, Tobis Zeh ist hier. Das ist einfach viel zu ekelhaft gerade bis gleich. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, sollen die Zuschauer dem Video einen Daumen nach oben geben?
Ja! So, ihr Lieben, wir haben mittlerweile irgendwie auch schon wieder fast 3 Uhr nachts. Wir müssen uns irgendwie noch dran gewöhnen und vor allem muss ich irgendwie ein bisschen mich wieder dran gewöhnen, dass ich ja abends oder nachts auch noch schneiden muss. Wir waren irgendwie die Wahrheit sagen? Viel zu lang unterwegs. Wir haben jetzt 3.08 Uhr und die Bibi hat jetzt schon eine Stunde geschlafen in der Zeit, und der ich Jula das Video geschnitten habe. Und Jula hat mein Video geschnitten oder unser Video geschnitten. Vielen Dank. Ich komme dann auch rein. Ich habe jetzt 50 Tage, um da reinzukommen. Ja, das wird besser. Solange wir es hinkriegen. Eben. Es ist ja unser Problem, dass wir eine Schlafstörung haben irgendwann mal. Der Julian hat das Video auf jeden Fall jetzt bis auf die Endszene fertig geschnitten. Dankeschön an dieser Stelle. Und ich wollte euch nochmal ganz kurz auf die Verlosung aus diesem Video aufmerksam machen. Und zwar gibt es in diesem Video ein Nintendo DS mit Mario Kart für meine Abonnenten. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich sehr gerne kostenlos machen. Und sonst schreibt einfach irgendeinen Kommentar unten und dann nehmt ihr teil. Die nächste Verlosung gibt's morgen, denn morgen kommt das neue Video und jeden Tag kommt ein Video. Wann gab's die letzte Verlosung? Gestern, da könnt ihr auch noch mitmachen. Die alten Videos werden euch natürlich auch immer unten in der Infobox schreibe ich euch die Links rein, da könnt ihr auch immer noch vorbeischauen, falls ihr die verpasst habt. Da sind ja auch immer die ganzen Verlosungen noch drin. Ich würde sagen, wir beenden jetzt mal das Video. Boah, ich bin so am Arsch. Morgen ist schon wieder mein neues Video um 14 Uhr am Start. Jeden Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Kann ich aufstehen, weil ich nur eine Unterhose an habe. Okay, wir beenden das Video. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. И мы всего лишь 25-й кадр твоих слух и гипнотизируем. Ведь разум подчиняется звукам. И эта мания подобна настоящей магии, что разрывает от начала до конца твое сознание. One, two, three, 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 two,